Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Hier bei diesem wunderschönen sonnigen November-Herbst-Tag. Richtig schön sonnig, auch die letzten Tage, habe sehr viel geschafft. Bin mit dem Umgraben schon fast fertig, um das neue Beet umzulegen. Mal jetzt das erste Mal, um die Grasnarbe halt zu entfernen. Ist aber alles schön mit Laub gemulcht und das werde ich ja nächstes Jahr nicht so machen. Jedenfalls möchte ich jetzt so ein kleines Update-Video machen, wie es jetzt momentan bei mir ausschaut, bezüglich einer neuen Fläche zum Beispiel. Ich habe mich jetzt die letzten Tage, bei mir so ein kleines Konzept entwickelt, wie ich jetzt zum Beispiel eine größere Fläche aufbearbeiten würde. Habe ich so eine kleine Grafik erstellt, habe ich zum Beispiel auf meinem Telegram-Kanal geteilt und jetzt zum Beispiel so 5.000 bis 2 Hektar zum Beispiel, so stelle ich mir das jetzt ungefähr vor, wo ich halt wirklich die Fläche so aufarbeite, dass ich sehr viele Bäume pflanze. Also ich habe, glaube ich, in der Grafik einfach so mehrere Ringe gemacht, wo ich halt außen wilde Hecken und Bäume pflanzen werde, auch größere Bäume, wie zum Beispiel Nussbäume würden dazugehören oder auch andere hochstämmige Obstbäume. Und diese Kreise ziehen sich dann halt immer wieder weiter nach innen, wird dann das so lange machen, bis ungefähr ein Viertel bzw. ja, so 2000 Quadratmeter für den ganz normalen Anbau, jetzt wie zum Beispiel hier, wie ich das jetzt hier mache bei der Permakultur, für Tomaten, Gurken, Zucchini und sowas, wo man auch Beete, Hochbeete, Hügelbeete, sowas auch alles mit anlegt. So würde ich das halt ungefähr machen. Also das heißt, dass ich so eine große Fläche nicht als rein Acker bewirtschaften würde und dann nur Obst und Gemüse anbaue, wie Wirsing, Kohl, was weiß ich alles. Das wäre ganz schön viel Arbeit und sehr viel Mulchmaterial bräuchte man auch dafür. Jedenfalls finde ich das halt mit den Bäumen am nachhaltigsten. Wie gesagt, die Bäume pflanzen ist einfach das so ziemlich sehr das Wichtigste. Halten das Wasser im Kreislauf, düngen sogar auch wirklich Ackerflächen, weil sie natürlich sehr tief wurzeln, 20 Meter tief, holen da das ganze Leben, bringen sie auf Vordermann, holen da auch ihre ganzen Nährstoffe, Mineralien, bringen sie in ihre Blätter und sind auch ein Dünger. Das sollten normalerweise auch die jetzigen Landwirte auch machen, dass sie wirklich alle 50 Meter zum Beispiel Obstbäume pflanzen, weil das Laub, was da runterfällt, ist halt super mulch, super Dünger, Leben bringt Leben, ist eigentlich alles wunderbar. Jedenfalls würde ich das auch wirklich so machen, viele verschiedene Obstbäume pflanzen, weil wenn die dann richtig Ertrag geben, dann hat man halt massig, was man auch wirklich an den Leuten weitergeben kann. Natürlich würden dann auch zwischen den Reihen, wo ich diese Ringe gesetzt habe, würde ich dann auch Totholzhecken anlegen für Insekten, für Wildbienen. Sowas würde ich da wirklich mit anlegen, Teiche anlegen, Wildblumenwiese, Magerwiesen, sowas würde ich auch wirklich im großen Maß mit anlegen. Das sind jetzt so meine Ideen, meine Visionen. Habe ich auch schon einige Freunden und Bekannten und auch im Internet rumgesendet. Resonanz war sehr positiv, da würden sogar Leute wirklich mit einsteigen. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, also einige Freunde und Bekannten würden da wirklich so eine Art Gemeinschaft mit aufbauen. Freut mich sehr, dass da die Bereitschaft mit dabei ist, weil das ganz alleine zu machen, ist schon eine wirklich große Herausforderung. Den Anfang will ich natürlich trotzdem gerne machen. Ist ja für mich, macht mir Freude und Spaß. Und bei eBay Kleinanzeigen hat mich zum Beispiel eine angerufen und gesagt, ja, wenn ich ein Grundstück finde, die wäre dann wirklich mit 10.000 Euro dabei, dass sie da mit einsteigt und das Projekt auch so mit unterstützt. Das freut mich wirklich sehr, dass da wirklich die Resonanz so groß ist und dass die Leute auch ihre Unterstützung geben. Bei mir in der Umgebung suche ich momentan nach einer Wiese und nach einer Fläche. Die Leute kennen mich auch schon von der Grundgutstelle zum Beispiel. Da kommen immer wieder Gespräche zustande, ja, wie schaut es denn aus? Du kannst ja den anschreiben oder da mal Kontakt machen. Fördermittel vielleicht vom Landrat oder von der Gemeinde beantragen, habe ich auch schon gemacht, wusste ich auch zum Beispiel nicht. Und bei mir
Die Raiffeisenbank zum Beispiel verkauft momentan zwei Ackerflächen, eine 1,2 Hektar und eine 1,9 Hektar. Natürlich, die Preise sind auch dementsprechend, also 8 Euro pro Quadratmeter ist natürlich eine große Hausnummer, da kommen natürlich auch die ganzen Verwaltungssachen mit dazu. Aber ich habe mir jetzt mal die Flächen von dem Makler letzten Montag mal anschauen lassen und da, ja, die Bilder am Anfang, glaube ich, werde ich die im Video mit reinschneiden oder die ich schon reingeschnitten habe. Da könnt ihr halt sehen, dass es halt Mooserde ist, also ich wohne am Moosrand. Die eine Fläche ist schon bearbeitet gewesen, beziehungsweise ist bearbeitet, schon umgepflugt sozusagen. Da war vorher Mais angebaut. Das ist eine konventionelle Fläche, aber wie man auch sehen kann, ziemlich nah am Moosrand. Das heißt, Moos heißt also mehr torfhaltige Erde halt. Da sieht man auch, warum die Erde auch schwarz ist. Da wird wahrscheinlich nicht ganz so viel gedüngt. Ist halt eine konventionell angebaute Fläche. Okay, kann man viele Sachen machen, um die aufzubereiten. Pilzmyzele, Hanf, habe ich auch gehört, dass da den Boden reinigt. Da gibt es ja viele verschiedene Methoden. Pflanzenkohle gehört auch dazu. Und ja, da habe ich mir einfach mal so ein bisschen angeschaut lassen. Nebendran ist auch ein kleiner Bach mit Wasserzufuhr. Also der fließt auch im Hochsommer. Und ich glaube, 100 Meter weiter, da ist noch so ein kleiner Streifen, der wild, ja, gelassen wird. Das ist eine Art Biotop, wo sich dann auch Wildtiere ansiedeln können. Finde ich auch sehr schön. Und die Fläche ist jetzt ungefähr, sagen wir mal, 2 Kilometer vom hier, wo ich jetzt bei meinem Haus von meinen Eltern lebe, entfernt. Wie gesagt, es ist eine Möglichkeit. Es ist jetzt nicht, dass es feststehen würde. Finanzierungsmöglichkeiten wären jetzt zum Beispiel über meine Freunde, ob wir da jetzt gemeinsam einen Kredit aufnehmen oder ob ich einen Kredit aufnehme, wäre eine Möglichkeit. Crowdfunding wäre eine Möglichkeit. Und sonst auch irgendwie schauen, wie man das Geld zusammenbekommt, wie man sich halt miteinander, ja, vernetzt, verbindet, dass sich da mehr Leute auffinden und sagen, hey, ich habe jetzt hier diese 2 Hektar zur Verfügung, weil wir hier irgendwas aufbauen. Ich habe das Wissen im Garten zum Beispiel und die anderen können vielleicht was anderes beisteuern. Möchte ich einfach mal schauen, was sich so ergibt. Das sind halt so meine Visionen, meine Vorstellungen, was man auf dieser Fläche alles machen kann. Man kann natürlich sehr viel machen. Einfach, ja, Sensen, Workshops, eine Lernstätte für Erwachsene, so habe ich mir das auch vorgestellt in der Beschreibung. Tiere kann man natürlich auch halten, wenn man möchte. Also da kann man sich ganz frei ausleben. Im Einklang mit der Permakultur auch hier die Region stärken, nachhaltiges Obst und Gemüse anbauen. Man kann sich da wirklich sehr ausleben und es soll vielleicht auch so eine Art Vorzeigeprojekt sein, dass man das auch wirklich umsetzen kann. Ist natürlich eine Heidenarbeit, stelle ich nicht außer Frage, aber wie gesagt, ich habe mir jetzt so die Flächen angeschaut. Ich suche natürlich weiter. Hier irgendwelche Wiesen mit Bauern in der Nähe vielleicht nochmal in Kontakt treten. Ich bin für alles offen. Das ist wirklich, wie gesagt, nur eine Möglichkeit. Und da möchte ich jetzt auch nicht vorverurteilerisch sein und möchte auch bitte euch in den Kommentaren da dieses Vorverurteilhafte sein lassen. Es ist so, wie es ist. Das ist so. Und da muss man einfach sehen, was noch alles kommt. Ich bin einfach für alles offen. Und das Zweite, was ich noch gerne ansprechen möchte, ist Saatgut. Ich habe jetzt eine eigene Saatgutliste erstellt von meinen Sorten, die ich dieses Jahr angebaut habe. Wie gesagt, ich habe 50 Tomatensorten, meine 20 Melonensorten. Dann habe ich noch von Salat was genommen, von Radieschen, von Möhren, von Sonnenblumen. Kohl habe ich auch zum Beispiel zum Spaß genommen. Also alle möglichen Kulturpflanzen, Saaten, Kürbisse auch. Und wie gesagt, für mich ist es einfach nur Saatgut, das Ganze mit dem Genzeug und Genmanipulation und mit Monsanto und sowas gefällt mir nicht. Sage ich ganz ehrlich, ich stehe wirklich auf samenfeste Sorten, beziehungsweise auch auf Ursorten. Kommt ja immer wieder weiter zurück, die ursprünglichen Sorten, je öfter man das jetzt auch
anbaut. Da könnte ich jetzt auch so Warnung Esoterik oder irgendwie so das Spirituelle gehört natürlich auch mit dazu. Also für mich ist es halt so, man gibt halt seinen Samen, die Energie weiter, zum Beispiel mit dem Speichel, mit seinem eigenen Urin, mit seinen eigenen Fäkalien. Wenn man jetzt zum Beispiel den Boden bearbeitet, seine Energie, seine Liebe mit reingibt, also die Energie von einem selbst in der Neutralität, von innen heraus, also keine Einflüsse von außen, sondern wirklich von sich selbst, von innen, die Energie, die Information, den Keim mit eingibt. Da spielen auch für mich keine Mondkalender oder sonst irgendwas eine Rolle, sondern wirklich das, ja, dieser menschliche Körper ist ja mehr oder weniger ein Werkzeug, auch sozusagen eine Antenne, aber das, was uns wirklich ausmacht, diese Energie mit reingeben. Und diese Liebe möchte ich natürlich auch in den Samen und in die Welt rausgeben. Wie gesagt, Saatgut und Samen, das ist für mich ein Geschenk von der Natur. Die Pflanzen bekommen so von uns Informationen und die würde ich natürlich auch gerne mit euch weitergeben. Die Liste habe ich natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt und ich freue mich wirklich sehr, das einfach auch weiterzugeben. Einfach ursprüngliche Sorten von allem Möglichen. Schaut gerne rein, ist für mich wirklich etwas Wunderbares und Schönes und das ist auch für mich so eine Art Aktion. Geben wir Saatgut weiter, so nehmen wir auch wirklich im Frieden den ganzen genmanipulierten Saatgut bzw. auch den Konzern ein bisschen von ihrer Macht oder von ihrem Halt und gehen ganz friedlich unseren eigenen Weg zurück, indem wir halt einfach Saatgut von unserem eigenen Garten anbauen und wieder in die Erde mit reinbringen. Das ist wirklich eine wunderschöne Sache und das möchte ich auch gerne mit euch teilen. Und ab sofort wirklich unten in der Videobeschreibung findet ihr sie immer wieder verlinkt und natürlich auch auf meiner Webseite. Schaut auch auf Telegram, Facebook oder sonst irgendwo rein. Auch per E-Mail könnt ihr mich anschreiben und immer wieder gerne in Kontakt treten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist jetzt so ein kleines Update-Video. Ihr könnt auch wirklich gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt auch den Kanal kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder informiert, wenn ich neue Videos von mir im Garten hochlade und noch auf ein Projekt am Laufen hatte. Es ist wirklich sehr viel zu tun. Ihr könnt euch wirklich auf weitere erfreuliche Videos gespannt machen oder gespannt sein. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten, Familien von mir und meinem Projekt erzählt, damit immer mehr Aufmerksamkeit auf mir zugute kommt. Das Projekt natürlich und der Kanal weiter wächst, immer mehr Leute aufmerksam werden und sich auch Unterstützungsmöglichkeiten finden. Findet natürlich auch unten in der Videobeschreibung und natürlich auch meiner Webseite, damit ich das weiter für euch machen kann. Würde ich auch so machen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Priest-Projekt. Ich wünsche euch wirklich wunderbare und schöne Tage jetzt hier im Sommer. Im Sommer. Ich sollte mir echt mal so einen Stichpunktzettel machen und nicht einfach mal wie ein Wasserfall reden, sondern wirklich mal behutsam. Aber egal, es ist so jetzt, wie es ist. Da kommen halt mal Sprachfehler mit rein. Schöne Herbsttage natürlich. Bereitet euch wirklich für den Winter vor. Pflegt den Boden. Bietet zu Hause für alles und genießt einfach die Tage. Und so, in diesem Sinne, macht's gut und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao.